Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Verdammt, pass auf! So ein Mist! Ah! Hier, schaff dich, gib mir die Hand! Geh schon! Los, weiter! Waren wir beinahe drin? Hier lang, na los! Sieht so aus, als hätte das Hotel gerade Nebensaison, was? Haha, na los. Ich glaube nicht. Oh, wie fühlt sich das an? Eine Brücke. Cool. Ja, die Widerstandskämpfer haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Thank you.
Hey, das Kabel. Es bringt uns runter. Los, los! Okay, okay. Oh, Scheiße! Oh. Okay? Oh, tut das weh. Oh. Ich suche einen anderen Weg runter. Okay. Schießen. Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn? Elena! Jack, nicht. Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevich, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevich uns einholt. Also... Oh Mann, Nate! Hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Oh, Elena Fischer. Vorjahresmodell. Witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir noch nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel tougher, als sie aussieht, ehrlich. Hm. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's doch nicht zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevich dich und mich zusammen sieht... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke.
Denk lieber noch mal drüber nach. Mist. Lauft! Vorsicht! Oh, und jetzt? Ich brauch den Ärger nicht! Guter Schuss für den Schreiberling. Ich bin im Training. Einfach weiter. Helft mir mit der Tür. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ach, geschafft. Danke. Toll. Wo? Wie kommen wir da rüber? Da hinten ist eine Leiter. Schön. Tja, das wäre schon mal die halbe Miete. Komm, ich helfe dir hoch. Wow, genau das brauche ich. Dem immer so? So ziemlich. Seht ihr was da oben? Kommt, hier lang. Darin
Folter. Das sind Widerstandskämpfer. Hör nur, Holla! Nicht so langsam. Okay. Hier sollten wir sicher sein. Cool. Na, was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Oh, nein, nicht direkt. Oh, na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Nate? Ein riesiger Rosaphir. Ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Ach, wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein? Naja, der Stein selbst ist nicht hier. Hey, sag mal hier. Nein? Er ist in Shambhala. Shambhala. Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt. Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarevich kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon, wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut, bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer's glaubt. Oh. Na, das ist schon besser. Glaubst du, die sind ein Paar? Die sind kein Paar. Oh. Sieh dir den an. Das ist definitiv der richtige Tempel. Na, das sieht wirklich wie der Chintamani-Stein aus. Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein. Warte, den Kerl kenne ich doch. Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben. Ich frag mich, ob es hier keine Souvenirs gibt. Warte, ich sehe mir das mal näher an. Okay, ich warte hier unten. Sicher, dass das stimmt? Und rauf mit dir. Wie sieht das aus? Na, woher soll ich das wissen? Du hast doch das Buch. Oh, mir reicht schon, dir zuzusehen. Gemacht. Okay, gut. Na.
Sehr schön. Danke. Mann, das so blöd. Geschafft. Okay, hey, komm, gib's zu, du bist beeindruckt. Bin ich. Kriegst eine Banane. Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch. Das ist ein Schlüssel. Sehen wir mal, was er öffnet. Ist echt gruselig, aber sag A. Tut sich was? Das Wasser läuft ab. Und? Ich habe die Tür gefunden. Geschafft. Also, eigentlich war ich das. Komm ja schon. Was denkst du? Bereit? Ladies first. Wie du wünschst. Zum Glück habe ich keine Klaustrophobie. Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. Versprich mir, dass du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst, ja? Würde ich nie tun. Es geht etwas nach unten. Okay, ich komme. Nicht tief. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Was hältst du davon? Sieht aus wie ein Baum. Und was hat das mit dem Shintamani-Stein zu tun? Das weiß ich. Hier unten öffnet sich was. Okay. Mein Leben zieht gerade noch an mir vorbei.
Okay, komm, mir nach. Puh, ich habe Hunger. Vor. Ja, sieht aus wie der Purba-Dolch. Aha. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Diese Spiegel sind wohl wichtig. Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Eine geschafft, noch zwei. Was meinst du? Müssen wir da etwa raufklettern? Sieht so aus, als müsste ich da raufklettern. Von da oben sehen wir vielleicht mehr. Okay, passt da oben gut auf. Sah es nach einer guten Idee aus. Es sind mehr Reflektoren hier oben. Chloe! Ja? Den anderen Reflektor ausrichten! Verstanden. Gut gemacht. Okay, was jetzt? Warte. Hab's. Okay.
Okay. Nur noch eine Klinge. Wir müssen den anderen Reflektor ausrichten. Alles klar. Gut, wir haben's. Geschafft. Komm mal runter. Also, das Geheimnis von Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Ich denke schon. Ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Form dieses Gipfels? Er ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es, ja. Das ist es. Oh, Mist. Tolles Timing. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los!